dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Alex vom Team Sternen klares Kartenlegen und ich möchte heute mit dir ein Energieorakel machen. Welche Energien kommen in der nächsten Woche auf dich zu? Vielleicht hast du es schon in den letzten 1,5 bis 2 Wochen gemerkt. Energien sind im Moment unser Thema. Du fühlst dich abgeschlagen, du fühlst dich nicht gemocht, du gehst in die negativen Gefühle, bei dir kommen Gefühle hoch, die du schon lange vergraben hattest, die einfach nicht schön sind, Leute kommen auf dich zu, schreien dich an, moppern dich an. Es läuft einfach im Moment nicht so, wie du es dir vorstellst. Geh auch hier wirklich in die Ruhe, denn du bist nicht der oder die Einzige, die das fühlt. Wir alle fühlen das im Moment. Und ich kann dir sagen, auch ich komme da sehr, sehr schwer mit klar. Diese Gefühlsummantelungen, diese Energien, die ständig auf uns zugehen, es ist einfach nur zum Schießen. Es ist einfach nur unangenehm. Aber auch für uns vielleicht eine Zeit, wieder zu uns zu kommen und zu sehen, dass wir an uns selbst arbeiten müssen. Das alles werden wir heute mit dem Energieorakel versuchen zu klären. Unterstützen tun mich hier die Avalons Vermächtnis, Engel der Orakel und erfolgreich wünschen Karten. Hier habe ich das schon mal für dich im Vordergrund aufgebaut. Hier hinten die Avalons Vermächtnis mit dem Tempel Löwen, der ja in der chinesischen Gottheit bzw. in der chinesischen Religion dafür da ist, um Glückseligkeit zu spenden und deshalb auch hier der Löwe auf den Avalon der Vermächtniskarten als erstes, um uns einfach einen Überblick zu geben, wo sind wir gerade jetzt in den Energien. Dann habe ich für dich hier 3 Kartendecks aufgebaut. Hier darfst du nachher für dich, für deinen Herzensmenschen, für einen Menschen, dem du einfach was Gutes tun möchtest, wählen und dir dann ein Deck heraussuchen. Hier auf der linken Seite dann der Stein des Herzens in Lila. Den habe ich von einer sehr, sehr netten Freundin aus Nordrhein-Westfalen geschenkt bekommen. Der ist hier für dich auf dem linken Stapel. In der Mitte der etwas cremefarbenere Stein, der kommt aus Afrika. Also der gibt auch noch richtig schön Wärme. Der hier für das mittlere Kartendeck. Und auf der rechten Seite dieser graue mit weiß meliert. Innen drin, der kommt aus der Nordseerichtung. Und ja, der lässt die Wellen entsprechend an uns etwas abprallen. Ja, ich bitte dich jetzt für dich einfach, deine Energien mal spielen zu lassen und hier ein Kartendeck zu wählen. Fangen wir nun mit den Energien an, die wir jetzt im Moment im Hier und Jetzt haben. Hier kommt als erstes Schlüssel des Vermächtnisses. In der Stille liegt die Antwort auf deine Frage. Höre die Worte deiner Seele. Ja, hier kommt die erste Karte schon direkt mit der Selbstliebe. Der Schlüssel, um alles wirklich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, liegt in dir. Du sollst dich mit dir selber beschäftigen, sollst in die Selbstliebe gehen, wirklich die Worte deiner Seele hören, damit du auch wirklich weißt, in welche Energien du gehen musst. Die zweite Karte ist heilendes Wissen. Du bekommst Unterstützung. Du bist nicht alleine, deine Selbstliebe finden zu müssen.
deine Energien zu klären, sondern nimm dir wirklich Hilfe. Hilfe der Engel, Hilfe durch mich am Telefon, gerne in meinen Beratungen auf sternenklareskartenlegen.de, durch deine Freunde, durch ein Buch. Nehme dir einfach das heilende Wissen, was du gerade brauchst. Der Horizont ist offen, egal wo du hingehst, du wirst Wissen bekommen, was dich unterstützt, weiter in dich zu gehen, zu heilen und die Energien zu klären. Die dritte Karte ist die Befreiung. Du kannst alles lenken. Wenn du in die Selbstliebe gehst, dich mit deiner Seele unterhältst, wirklich zu wissen, was hängt auf deiner Seele und es nicht wirklich einschließt, dir das Wissen holst, was du brauchst, die Beratung holst in deinem Umfeld, die du brauchst, dann steht der Weg der Befreiung dir offen. Du gehst dann wieder ins Licht mit ausgeglichenen Energien, mit dem Wissen, was du neu dir angeeignet hast, um dann in den Energieausgleich kommen zu können. Wie ich finde, eine sehr, sehr schönen Start in unser Energieorakel. Jetzt wissen wir erstmal, wo sind gerade in diesem Moment unsere Energien. Ich fange nun mit dem linken Herzstein an, den du vielleicht gewählt hast. Die erste Karte aus Avalons Vermächtnis, Magie des Apfels. Öffne dich für die Schönheit des Augenblickes. Vielleicht hast du dich an einem Thema festgefressen. Vielleicht denkst du, zerdenkst du dieses Thema immer nur und kommst nicht wirklich weiter. Hier ist es erstmal Sinn, dein Thema so ein bisschen auf Stopp zu setzen und dein Umfeld einmal zu beachten. Deine Umwelt, deine Freunde, deine Bekannte, dein Lebensstil, den du gerade hast, beleuchte ihn und sehe, wie schön es ist, was du gerade hast, wen du gerade hast und was du genießen darfst. Dann wirst du sehen, dass die prozentuale Verschiebung hier wirklich dann angeht und du 80% wirklich wieder positiv gestimmt bist und die 20%, die du da gerade hast, um dein Problem zu lösen oder lösen zu wollen, gerade unwahrscheinlich klein ist. Und das ist gerade der Sinn der Sache dieser Karte. Beleuchte einfach mal dein Leben von einer anderen Seite. Versuche wirklich das aufzunehmen, was du gerade hast. Sei dankbar dafür, das, was du gerade von der Welt, von der obrigen Macht geschenkt bekommen hast, was du im Leben bereits erreicht hast. Und das gibt dir die Möglichkeit, wieder Energie zu tanken und die Energie auch wirklich wieder umzuschwenken in eine positive Energie für dich. Die Karte des Erfolgreich Wünschen. Alles, was ich brauche, erhalte ich zur rechten Zeit. Es ist jetzt gerade an der Zeit, unsere Energien zu klären, auch einmal die Vergangenheitsschublade wirklich aufzulassen und nicht Angst davor zu haben, was da kommt. Denn umso später diese Schublade ausgemistet wird, umso schlimmer wird es. Deshalb ist es jetzt gerade an der Zeit, diese Schublade wirklich richtig in den Augenschein zu nehmen.
Und die Antworten der Engel heißen Kompromiss. Du sollst mit dir selber einen Kompromiss schließen und sagen, hey, ich bin bereit. Ich bin bereit, meine Vergangenheit noch einmal anzugreifen, wirklich auszumisten, was in dieser Vergangenheitsschublade drin ist, um wirklich für mich in der Gegenwart und auch in der Zukunft frei von diesen Energien zu sein. Lass sie wirklich los. Versuche, auch wenn es schwer ist, kleine Schritte zu gehen, die vielleicht schmerzen, aber halte dir immer vor Augen, dieser Kompromiss, den du jetzt gerade mit dir und deiner Seele triffst, wird dir helfen in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Du wirst dich besser fühlen, aber du musst natürlich auch erstmal einen kleinen Weg des Schmerzes gehen. Kommen wir nun zum mittleren Stapel. Hier die erste Karte, Tempel der Göttin. Ein lichtvoller Neuanfang erwartet dich. Das heißt, wenn du dich wirklich mit deiner Vergangenheit beschäftigst, die alten zornigen Erlebnisse, ärgerlichen Ergebnisse, ängstlichen Ereignisse wirklich loslässt, dann bist du auf dem guten Weg, alle Farben, alle Facetten deiner Energie nutzen zu können, um auch wirklich in einen Neuanfang zu gehen. Und der erwartet dich schon. Erfolgreich wünschen, sagt dir diese Karte. Das Leben spiegelt im Außen immer nur meine innere Wirklichkeit wider. Das heißt für dich, das, was du gerade im Außen spürst, dass vielleicht dein Herzensmensch, irgendjemand in deinem Umfeld gerade nicht so auf dich zukommt, wie du es möchtest, liegt mehr daran, dass du selber gerade nicht auf dich zugehen möchtest. Du verdrängst ein Thema, du verdrängst etwas, überspielst etwas, legst etwas in die Ecke, in die Dunkle. Tu es nicht, sondern beschäftige dich wirklich mit diesem Thema. Denn alles, das, was du innen noch nicht verarbeitet hast, spiegelst du ins Außen. Und das Außen spiegelt dir genau das wieder zurück, dass dein Inneres gerade noch nicht im Gleichgewicht der Energien ist. Die Antworten der Engel hier, setze dich durch, und zwar nicht gegenüber deines Herzensmenschen, sondern gegenüber dir. Sage auch, wenn dein Wissen, dein Gehwissen, dein Verstand sagt, nein, 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 ich will mich da jetzt gerade nicht mit beschäftigen, das will ich nicht, das schmerzt zu sehr. Gehe über diesen Moment, sage dir wirklich, balle eine Faust und sage, ich selber setze mich jetzt durch, denn jetzt ist es an der Zeit, diese ganzen Scheißgefühle, diese ganze Angst, diese ganze Machtlosigkeit loszulassen. Es hat mich genug runtergezogen und jetzt bin ich in der Lage, in der Macht, wo die Energien wirklich gerade in der Verschiebung sind, mich durchzusetzen, meine Vergangenheit aufzuarbeiten, diese Schublade wirklich so gut wie leer zu bekommen, um wirklich für mich den Neuanfang zu planen. Also hier bitte ich dich, ich gebe dir die volle Kraft auch nochmal von mir, dass du dich deinem Verstand durchsetzt. Gehe wirklich in die Seelenlastigkeit, denn das ist das Wichtigste. Der Verstand wird sich nachher wieder beruhigen, aber deine Seele wird immer wieder diese Themen hochsprudeln, solange bis du dich damit beschäftigst. Und denk dran, jetzt ist gerade die Zeit der Befreiung.
des heilendes Wissen des Schlüssels. Du hast gerade den Schlüssel bekommen, zu sehen, hey, wo muss ich angreifen, um für mich wirklich wieder in den super, in den tollen Energiefluss zu kommen. Also bitte, setze dich dir selber durch. Kommen wir nun zur dritten Kartenlegung, Kartendeck. Hier die Avalons Vermächtniskarte, alchemistisches Wissen. Kläre deine Energien. Du siehst hier, um dich zu befreien, musst du deine Energie klären. Warum hast du gerade diese schweren Energien? Warum zieht dich gerade dieser Energiewechsel so sehr runter? Solltest du hier nicht alleine klarkommen, denke daran, heilendes Wissen, hole dir Freunde, hole dir Bücher, hole dir Rat der Engel. Gerne kannst du mich auch auf sternklareskartenlegen.de erreichen und wir beleuchten deine Situation ganz persönlich nochmal für dich. Aber es ist einfach wichtig, in der jetzigen Zeit, in der nächsten Woche, deine Energien wirklich zu klären. Versuche, deine Vergangenheit zu klären, damit du in der Zukunft wieder in die positiven Energien gehen kannst. Erfolgreich wünschen sagt hierzu, ich vertraue dem Fluss des Lebens. Das heißt, auch wenn du versuchst jetzt ganz energisch die Notbremse zu ziehen, nochmal explizit auf die Bremse zu treten, gleichzeitig die Notbremse anzuziehen, die Handbremse anzuziehen, es wird dir nur bedingt etwas bringen. Du drehst dich hier auch wieder im Kreis. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn du auf einer glatten Straße bist, du bremst und ziehst gleichzeitig noch die Handbremse. Dann kommst du auch ins Schleudern. Und genau das ist jetzt auch die Energie, die hier für dich bestimmt ist. Vertraue dem Fluss des Lebens. Wenn du jetzt gerade ins Schleudern geraten musst, hat das einen Sinn. Es hat einen Sinn, warum du gerade ins virtuelle Schleudern gehen sollst. Du sollst dich nämlich genau mit dem beschäftigen, was du so schön vergraben hast, was du immer vor dir hergeschoben hast. Mit dem schleuderst du jetzt sozusagen wie in einem Hamsterrad hin und her. Und egal wie schnell du in diesem Hamsterrad rennst, die Probleme werden dir immer wieder vor den Kopf gestoßen, immer wieder vor die Augen gebracht. Und da gilt es einfach zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt meinen Ängsten, meiner alten Vergangenheit. Die Antworten der Engel hierzu sagen dir, positiv bleiben. Die Engel wissen, dass du viel in der Vergangenheit erlebt hast, dass du viele Schmerzen, viele offene Wunden hast. Sie möchten dir helfen, damit du den Schmerz wirklich richtig verkraften kannst, dass du für dich deine Wunden heilen kannst. Denn das ist jetzt im Energiewandel in der nächsten Woche sehr, sehr wichtig. Deine Energien müssen deine Wunden heilen. Es bringt nichts mehr, die Stopptaste zu drücken und zu sagen, ich gehe jetzt mal eben aus dem jetzigen Leben raus, versuche mal im Moment meine Traumluftblase zu leben. Und am morgigen Tag gehst du wieder in dein altes Leben, drückst einfach die Play-Taste und alles ist gut. Nein, nein, so ist es nicht. Die Pausentaste ist im Moment für dich ein Thema des Stillstandes. Versuche nicht in deine Traumwelt zu flüchten.
sondern stelle dich wirklich deiner Ängste, deiner Gefahren, deinem früheren Leben. Und bleib positiv, denn du wirst es schaffen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, wir konnten hier mit dem Energieorakel dir, euch, die ihr das Video gerade anseht, einfach mal sagen, wie wichtig es ist, auch wieder zu euch, zu uns, ich spreche auch von mir, zurückzukehren, um einfach zu spüren, wir sind noch da, wir sind keine Pappfigur, wir sind ein lebendiges Wesen mit Gefühlen und mit einer Seele. Und die Seele schreit gerade wirklich danach, den Denkprozess umzukehren und wirklich an uns zu arbeiten. Gerne bin ich für dich da. Wenn du eine persönliche Beratung haben möchtest, melde dich einfach bei sternenklareskartenlegen.de. Hier siehst du im Feld der Berater, ob ich gerade online bin, beziehungsweise auf meiner eigenen Seite. Wenn du dann auf mehr klickst, siehst du, wann ich wieder für dich da bin. Ich bin gerne für dich da. Wir versuchen einfach in einem persönlichen Gespräch deine Energien wieder zu klären, schauen, wo deine Energiebremsen gerade sind, wo du in welche Richtung am besten gehen sollst, um wirklich für dich wieder in die ruhigen Energien zu bekommen. Ich wünsche dir nun einen schönen Sonntag. Versuche einfach mal wirklich rauszugehen in die Natur, die Luft zu schnuppern, die um dich ist und einfach mal ein bisschen deine Sorgen gerade zu verlassen, um dann in eine wunderschöne Woche zu starten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Meine Nummer von sternenklareskartenlegen.de findest du im Abspann und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Sonntag nochmal und ich drücke dir alle Daumen, dass die Energien dich nicht zu sehr übermannen. Bis dahin, euer Alex vom Team Sternenklares Karten.